Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind wieder mit dem Najd Jihad Achievement zurück und ich freue mich, dass wir das heute angehen können. Jetzt muss ich aber doch nochmal ganz kurz gucken. Ich wollte Russland ja ganz gerne den Krieg erklären, ne? Bin noch dabei, Georgien Ansprüche zu fingieren. Aber ich habe noch eine andere Idee gehabt, um was wir uns kümmern sollten. Denn Folgendes steht noch an. Zeigen wir nochmal ganz kurz meine Ansprüche hier unten. Ne? Das ist nicht ganz so viel, ne? Wenn wir nämlich hingingen und Alodien den Krieg erklären würden, dann würden wir nämlich Fungi mit reinrufen. Die sind nämlich mit Ribari verbündet. Wir könnten dann hingehen und ihnen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Provinzien abnehmen. Das ist jetzt ja nicht, das ist jetzt halt nicht so der Oberkracher. Aber wir würden auf jeden Fall Markurien klein halten. Die sind momentan ja noch mit den Osmanen verbündet. Und dann hätten wir die eigentlich schon mal ganz gut eingekesselt. Also dann würden wir jetzt erstmal hier einfach nur die Osmanen weiter einkesseln. Wir haben ja außerdem hier oben ganz, ganz viel erobert. Das müssten wir dann aber auch einrichten können. Dass wir dann von den Revoltenrisiken her, ja, ich hätte eigentlich gar nicht hier groß an die Autonomie senken müssen. Das hätte man direkt alles niederschlagen können. Naja, ist jetzt auch egal. Wir hatten unsere Ruhe jetzt erstmal dadurch. Das können wir uns dann vielleicht mal hier unten überlegen, ob wir da dann wirklich vielleicht nicht hingehen und sofort die Autonomie verringern. Müssen wir mal gucken. Also, dass wir hier unten dauerhaft eine niedrige Autonomie haben. Da müssen wir halt alle 10 Jahre mal so einen Aufstand niederschlagen, aber das müsste ja eigentlich machbar sein. Oder zumindest sollten wir es bei der nächsten Eroberung in Erwägung ziehen. Weil wir ja gerade, hier die Timuriden annektieren. Das wird, wenn wir die annektiert haben, das wird hervorragend. Das wird hervorragend. Wir können uns hier so geil in Asien reinfressen. Das werden wir auch machen, denke ich. Momentan steht ihr ja noch hier, um die Revolten zu unterdrücken. Das hieße dann aber auch für mich, wir nehmen dich nochmal mit hier runter. Jetzt sehen wir nochmal gerade Revoltenrisiken. Ja, hier unten ist schon bitter, ne? Hier unten ist schon bitter. Lauf mal gerade dahin. Irgendwie zumindest darunter. Aber dann lauf nicht hier durch. Sondern dann lauf irgendwie hier lang. Und lauf mal hier runter. Dann können wir dich immer noch gegen Markurien und so weiter. Alodien einsetzen. Und du bist ja auch gleich fertig hier mit dem Konvertieren, ne? Mal ganz kurz auf die Religionskarte gucken. Warum koptisch? Warum ist das koptisch? Interessant. Alles koptisch, alles animistisch. Katholisch. Der Kongo ist katholisch, sehr schön. Ja. Ja. Nee, aber wir sehen auch, also die Timuriden haben es hier ganz gut. Also das war auf jeden Fall gut, dass die hier die sunnitischen Provinzen bekommen haben. Da ist das nicht ganz so dramatisch für die, dass sie jetzt halt hier noch konvertieren müssen. Aber es ist halt auch für uns ganz gut, weil wenn wir das dann übernehmen werden, werden wir wahrscheinlich noch 5 bis 10 Provinzen, sage ich mal, werden wir noch konvertieren müssen, ne? Erkannt ist verbündet mit Kasan, Jaubenpur und Multan. Bietet sich noch an als Bündnispartner vielleicht mal irgendwann. Jetzt hätte ich noch eine Idee, was wir auch fast machen können. Mit wem ist denn die Goldene Horde verbündet? Weil ich meine, die müssten doch Choransprüche... Oh Gott. Ja, die haben halt Choransprüche noch und nöcher, ne? Die könnten wir nämlich auch noch ein bisschen hochpumpen. Nogai findet uns kacke, Kasan verbündet mit Krim und Jakant. Hat Nogai als Vasallen. Ist merkwürdig, dieses Vasallenverhältnis hier unten. Wir müssen uns halt überlegen, dass wir vielleicht eine... Weil das ja hier oben auch alles Sunniten sind, das wird dann immer unsere Pietät in den Keller ziehen, das ist kacke. Da ist dann der Krieg gegen Moskau oder gegen Russland natürlich dann super.
Core das gerade, ne? Die haben keine Verbündeten. Das hieße, sollen wir uns die Cores schenken und die denen zurückverkaufen? Das hätte ich eigentlich vorher mir überlegen können, ne? Aber ich kriege jetzt keinen Anspruch auf die so schnell. Das wird ja dauern. Ich bin ja gerade gegen Georgien zugange. Aber ich würde fast sagen, wir holen uns die Goldene Horde. Die kann ich auch auf jeden Fall, die kann ich auch auf jeden Fall mit Kazan und mit Nogai dann füttern. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Ich komme ja hier ohnehin nicht wirklich hoch, ne? Und Moskau muss dann einfach alles Mögliche an die Goldene Horde abtreten. Wir gucken, dass wir hier die Choransprüche halten. Die haben echt einen Chor auf Lipetsk. Echt jetzt? Und auf Voronezh? Das ist krass, das wusste ich nicht. Aber wir können halt, das ist halt eine der... Ne? Also da können wir Moskau richtig was abnehmen. Die können wir noch ganz gut pumpen. Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Vor allen Dingen, weil die Timmys ja irgendwann weg sind. Ist die Goldene Horde pleite? Das könnte man auch mal gerade gucken. Sind die pleite? Dann sehen wir doch über den Punktestand. Oh, da bin ich jetzt aber schon zu weit. Moment. Ich hatte das mal irgendwo... Moment, aber Umschlagplätze interessieren mich nicht. Ach, stimmt, genau. Das ist nämlich, ja, okay. Es fällt mir wieder ein. Und zwar, irgendwann wurde das mal umgeschaltet. Irgendwann wurde das mal umgestellt bei den Ledgern. Also da wurden nur einfach zwei Nummern irgendwie vertauscht und seitdem funktioniert das bei mir nicht. Also das muss ich dann irgendwie nochmal anpassen. Aber es funktioniert trotzdem. Also wir gucken. Goldene Horde, Goldene Horde, Goldene Horde, Goldene Horde. Goldene Horde. Wir haben keine Darlehen, ne? Okay. Tja, ich würde jetzt natürlich, wenn ich das abbrechen würde. Wo bist du gerade unterwegs? In Kharkhety, das ist hier. Ich könnte auch ansonsten, anstatt Georgien zu koren, was ja ein teurer Spaß ist, denn Georgien hatte halt hier, ne, durch die nationalen Traditionen von Zirkassien. Ist das natürlich dann ein teurer Spaß. Dann bringt es mir auch nichts, Zirkassien freizulassen, ist Quatsch. Ich würde ein bisschen Admin-Macht sparen. Ja, ich werde Admin-Macht verlieren, wenn ich es jetzt abbreche. Aber es bringt mir fast mehr, die Goldene Horde frei dann zu annektieren und dann freizulassen. Oder halt einfach nur direkt zu vasalisieren. Komm zurück. Spalten wir hier die Söldner ab. Und wobei die können da noch ruhig stehen bleiben. Nee, warte, du bleibst da. Aber die Söldner gibst du mir gerade mit. Da sind irgendwo Söldner drin, ne? Okay. Schön. So, Leute, ich bin gerade ein bisschen am Rumdödeln. Zeigt bitte gerade Verständnis für meinen Rumgehampel hier. 51 Jahre alt, der wird nicht mehr so lange bleiben.
Brich das ab. Ja. Ja, ist halt blöd. Ich hab da halt ein bisschen was. Ich hab da halt ein bisschen was versemmelt, ne? Aber ist jetzt halt so. Ist jetzt halt so. Ich hab's da versemmelt. Egal. 100, nee, nicht ganz 100 Admin macht von den Karren gefahren, aber ist okay, komm. Nee, ist so rum besser. Ich bin da aber echt auch am Anfang nicht auf den Trichter gekommen. Komm, dann lauf halt mal durch. Ich kann mir noch ein paar Söldner leisten. Haha, krass, ich könnte sie diplo-vasalisieren. Keine Ahnung, ist ja eigentlich egal, worauf ich den Anspruch fingiere, ne? Aber machen wir mal Ukek. Okay. Da sind die ersten Koas. Schon mal einen. Schon mal eine schöne Sache. Machen wir hier den Manöverfritzen rein. Ah, Mist. Ja, okay, dann wieder ein Handelsdisput, Kriegsgrund gegen die Bachmanis. Was ist meine Frontbreite? Wo sehe ich das? Hier. 14. Okay, wenn das der schnellste Weg ist, dann läufst du aber direkt hier hin. Wann kommst du an? 24. Mai. Halbes Jahr ist er jetzt unterwegs, okay? Ja, doch, nee, das ist aber in Ordnung. Das können wir uns leisten. Wir haben 64.000 Rekrutenreserven, das ist okay. Lauf du dahin. Da braucht kein Anführer drin sein. Gut, okay. Unser Hörner 7000. Ich mir 3000 dahin. Leider nein. Okay, so jetzt können wir uns nochmal gerade die Unruhe angucken. Karakunlu, Armenien, Astrachan. Da müssen wir mal gerade hin. Also Karakunlu geht zurück, das geht auch zurück. Astrachan geht weiter nach oben, das ist Sarati. Ja, das sind jetzt die goldenen Horde, Fritzen. Okay. Dann, was haben wir noch? Mamelukische?
9% jeweils. Nimm noch ein Infanterieregiment mit rüber. Die 12 Mädels schickst du mir mit dem mal gerade hier runter. Die sollen dann hier unten mal bleiben. Ja, lass die Festungen da, die lassen wir mal gerade ausnahmsweise voll finanziert. Müssen wir mal schauen, wie sich das dort entwickelt. Okay. Aber wir sind schon bei über 30% bei der Goldenen Horde. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wir können direkt nach Sarai. Wir laufen da schon mal direkt hoch. Ja, ich will natürlich gucken, dass wir die dann hier jetzt auch schnell loswerden, ne? Muss mal schauen, wie sich das diplomatisch ausnimmt, wenn wir die annektieren. Oder eben nur direkt vasalisieren. So, kleiner Blick nochmal auf die Gesamtlage. Sieht gut aus hier unten. Das haut also hin. Du wirst oben fertig sein. Dann kommen die anderen wieder zurück. Du bist schon fast unten angekommen. Das ist ja hervorragend. So, wir haben Manitsch unter Radon. Das ist aber alles hier oben, wenn ich mich nicht irre. Genau. Dana ist hier unten. Bangasi auch. Das heißt, du gehst nach Dana. Stellst dich da mal rein. Ja, da konnte ich jetzt auch keine. Da konnte ich jetzt auch keine Autonomie erhöhen. Dann würde es sich anbieten, die dort vielleicht auch direkt zu verringern. Warten wir noch ein Sekündchen ab. Gehen wir erstmal da runter. Dann verringern wir die vielleicht. Lösen den Aufstand sofort aus und schlagen ihn dann sofort nieder. Du bist jetzt bei 90% und zwar in Manage. Willst du mir auf den Senkel gehen? Und in Sarai, aber das werden wir packen. Dann packen wir doch hier dann jetzt sicherheitshalber doch mal den General rein. Da ist nämlich ja fast nur Nahkampf drin. Du brauchst den General momentan gar nicht. Aha. Kasan hat uns beleidigt. Das ist gut. Vielleicht nutzen wir den Kriegsgrund sogar. Vielleicht nutzen wir den sogar. Verbündet mit Krim und Jakant. Jakant ist halt ganz weit weg. Kommen über die Timuriden rein. Wir könnten den Timuriden die 2 Kors zurückgeben, die sie da noch haben. Klingt für mich nicht schlecht. Aber wir halten ja sowieso bald einen Kriegsgrund gegen Kasan wegen der Eroberung der Kernprovinz. Interessant ist aber bei der Beleidigung, weil da müssen wir nur Überlegenheit demonstrieren. Ist vielleicht als Kriegsgrund dann nochmal etwas spannender für uns. Okay. Mamelucken 50% Aufstandsrisiko. Wir warten noch hier auf die Kors und dann werden wir hingehen und hier die Autonomie reduzieren. Marokko hat Timbuktu den Krieg erklärt. Ja, die in Astrachan, da gärt's immer noch. Die werden wahrscheinlich dann erst kommen, wenn ich den Krieg erklärt habe, ne? Ich bin jetzt wahrscheinlich auch hier schon in Position, ne? Okay, gut. Ist aber hervorragend, weil Makurien ist noch hier oben. Das heißt, sie haben noch nicht die konkreten Angriffsgelüste. Persien tritt Saranji, Khorasan, Gor und Ferrar an Khorasan ab. Ja, die sind jetzt groß geworden dadurch. Ist aber okay. Macht uns hier keine Delle in unser Vorhaben. Das ist ja kein Verschleiß, ne? Gut. Okay. Wir nehmen dann... Fünf, sechs, sieben. Dann sind wir bei 14. Haben die Frontbreite genau abgepasst. Wir bräuchten noch 4 Kanonen irgendwann, damit wir halt eine Armee haben, die auf voller Frontbreite mit Artilleriefeuer abgehen kann. Also, wir können diesen Monat keinen Krieg erklären, ist aber auch offenbar nicht nötig, weil Makurien steht halt noch hier oben. Solange Makurien hier oben steht,
sieht es nicht so aus, als ob sie hier einen Angriff vorhätten. Es ist übrigens interessant, dass die das Bündnis haben mit den Osmanen, obwohl die schiitisch sind und die Osmanen ja sunnitisch. Naja gut, aber okay. Wir erklären der Goldenen Horde den Krieg. Eroberung von Ukek. Ja, wir nehmen ein bisschen... Wir nehmen einen kleinen Schaden bei unserer... wir nehmen einen kleinen Schaden bei unserer Pietät. Das geht aber. So, das hier läuft jetzt ganz, ganz schnell. Ukek hat keine Garnison. Na, schade. Er hat die Garnison hier drin gelassen. Wir brauchen also 3 Regimenter hier, um erfolgreich zu belagern. 4. Und dann nimmst du mir mal gerade die 2. Man ist ein bisschen anders. Dann laufen wir zurück nach Sarai. So, das da müsste relativ flott gehen. Kernprovinzen sind ready. So, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir den Krieg erklären können. Ja, warten wir noch gerade auf die Trüppchen. Wir haben es ja fast. Okay. Also pack mir da den rein, damit wir hier da durch den höheren Manöverwert verringert sich die Last der Armee ganz deutlich. Das ist dann insofern ganz hervorragend, weil wir dadurch... Ja, ist okay. Fungi können wir, glaube ich, auch als vollberechtigten... Genau, vollberechtigten Kriegsgegner mit reinnehmen. Die haben keine Bündnisse, also insofern ist es okay. Wir laufen erstmal hier an. So, wir haben unsere Cores. Wir reduzieren jetzt hier die Autonomie. Mamelucken, Goldene Horde, Astrahan, okay. 7 Tage. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit ausnahmsweise mal nicht, um einen Anspruch zu fingieren, sondern um die Beziehungen zu Polen zu verbessern. Die sind nämlich momentan denkbar ungünstig. Ich kann Terek konvertieren, mache ich aber nicht. Oder? Mache ich es doch? Doch, Terek sollte ich konvertieren. Machen wir aber erst später, wenn der nächste Aufstand hier unten losgegangen ist. Was wären... Gibt's hier... Was sind das für... Gazimuk-Nationalisten. Okay, nee, dann kann ich das konvertieren. Die sind nicht so stramm. Ja, die haben wir weg, bis die aufmucken. Das geht. Goldene Horde. Astrahan. Astrahan. Und Astrahan. Okay. Ist aber egal, wenn die Nationalismus bekommen, das macht eigentlich nichts, denn die werden sowieso zur Goldenen Horde übergehen. Okay. Ja, wir nehmen uns die Pietät für das Geld und zwar nehmen wir uns das sogar sofort, denn dann kämpfen unsere Truppen besser. So, das hier war relativ einfach. Jetzt würde ich gerne hier einmal hin. Oder doch nicht? Doch, ich glaube, wir... Nee. Wir können ja... Der hat nur eine Festung, und zwar hier. Wir nehmen uns zuerst jetzt Fungi vor. Du stehst noch im Norden, das ist gut. Hier kann ich die Festungen wieder einmotten. Den Terek lasse ich.
Nur falls die Revolte da ausbricht. Hier sind wir schon fertig. Wunderbar. So, und er bewegt sich ja auch gar nicht. Das ist doch alles ganz, ganz toll. Jetzt bewegt er sich. Das ist insofern kein Problem, weil wir viel, viel schneller belagern werden als er. Wir haben schon die erste Provinz besetzt. Wir machen direkt weiter. So, hier machen wir Folgendes. 5 Kanonen. Kannst du direkt weiterlaufen. Nee, lauf hier runter. Und dann hier hin. Flotten hast du ja keine, ne? Dann segeln wir mal gerade hier rum, damit wir hier schon mal dicht machen können. Nicht, dass wir da irgendeine Überraschung erleben. Geldmäßig macht das jetzt auch keine Probleme. Der Krieg hier, der wird relativ schnell gehen. Jetzt dahin. Ich will nur, dass er seine Rekrutierungen abbricht. 23. April, das haut hin. Okay, hier oben gibt es jetzt die Revolte. Dummerweise habe ich da jetzt keinen Anführer mit drin. Sein Angreifer, sein Anführer 0010, das ist okay, dann macht das überhaupt keinen Unterschied. Jetzt müssen wir also dicke gewinnen. Bukhara hat ihrem Feind den Krieg erklärt. Sibir. Okay. Gut, das Ding haben wir gewonnen. Hier oben können wir noch ein bisschen warten, bis die Armee hier wieder frisch ist. Pack mir mal den Bruder da rein. Der sorgt dafür, dass durch sein Manöver wird auch dafür, dass sich diese Armee hier viel schneller wieder auffüllt, ne? Okay. Und da oben haben wir einmal Pech gehabt mit der Belagerung, aber ist okay. Also da haben wir einmal eine 1 gewürfelt und dann ist ja halt immer zack, sofort 5% sind dann halt weg, ne? Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Stopp, du musst ja hier hin, ne? Okay. So, nächste Provinz. Okay, super. Also wir haben dann... Fungi haben wir ganz, ganz schnell raus aus dem Rennen. Das da wird ein bisschen teuer. Da haben wir... Obwohl, wir haben keinen Terrain-Malus gehabt, ne? Obwohl, ja, wir haben es aber gut gemacht. Der hatte 2 Kanonen? Krass, okay. Das ist natürlich für Mitribari ist es natürlich eine Hausnummer, denn die haben ja ohnehin nicht so viel Patte. Und dann leisten die sich immerhin noch 3 Kanonen, ne? Also ist schon nicht ganz ohne. Hier walzen wir jetzt einfach drüber, weil wir 10:1 überlegen sind. Das müsste doch eigentlich eine sichere Kiste sein. Und du wartest noch eine... Ne, du wartest nicht. Du kannst, glaube ich, direkt nach Gesira durchlaufen. So, das war easy going. Und dann werden wir mal hier die erste Festung belagern. Vielleicht können wir da sogar schon einen Angriff starten. Trifft ihr euch in Gesira?
greif die Kanone an. Schade, die werde ich nicht erreichen. Aber wir verfolgen ihn nochmal weiter. Er hat jetzt eine schlechte Moral. Er kriegt noch einen Moraltick obendrauf. Du kannst dich ja schon mal nach Butana draufstellen. Ah, Schweden hat Moskau den Krieg, Russland den Krieg erklärt. Ja, wir haben ja dann auch, wenn wir die Goldene Horde einnehmen, haben wir auch einen Kriegsgrund gegen Russland, ne? Das wird ja das Gute daran sein. So, wie weit bist du bei 42? Ich schick mir mal einen da auf die Festung. Ist nicht dein Ernst, ne? Da hat er den jetzt gerade rausgeploppt, nachdem ich da weggegangen bin, okay. Du brauchst aber auch 100 Jahre, um dahin zu laufen, ne? Das ist schon ätzend, ne? Okay, wir kommen aber ganz gut dadurch. So, ich trinke mal gerade einen Schluck Siegeskaffee, weil das werden wir so easy gewinnen. August, dann greif mal an. Wir haben ja jetzt auch einen Mauerdurchbruch, das wollen wir natürlich nicht. Gut, da ist der Vibe schon da. Das heißt, die Armee ist komplett vernichtet. Wir lassen nur ein Regiment zurück, damit wir mit der 10 zu 1 Überlegenheit hier reinbrettern können. Oder doch nicht? Nee, machen wir doch nicht. Nimmst mir die zwei hier rüber. Die können da direkt belagern. Wir brauchen hier in der Belagerungsansicht, wir brauchen nur 3 Regimenter. Okay, das ist sehr gut. Dann können wir nämlich einfach hier die Kanonen stehen lassen. Und der Rest, der verkrümelt sich dann einfach mal. Ja, du kannst ja dann trotzdem mal hier hin. Ah ne, warte, genau, geh hier in die Nachbarprovinz. Und hilf damit beim Belagern. So, da kommt nur ein Regiment an. Wie viel brauchen wir hier? 6, okay. Dann, lass mich mal kurz schauen. 6 Regimente haben wir hier. Okay, gut, greif an. Ich muss gerade überlegen, wo ich mit dem jetzt am schlauesten hinlaufe. Also ich will jetzt natürlich mal, also auch ja, geh mal hier rüber. Ich will ja meine Provinz da wieder freiboxen, ne? Klar. Ja, haben sie es doch noch geschafft hier mit ihrer Revolte, ne? Ja, der ist gut, der General, der ist gut. 1, 3, 2 und ich habe natürlich keinen da drin, weil der noch da unten rumgammelt und jetzt gerade gegen die anderen kämpft, ne? Naja. Ja, der ist jetzt da fertig, da habe ich aber auch nichts von, ne? Kapgeschiss Bonanza, auf jeden Fall. Okay. Du kannst dann schon hochlaufen. Ja, Galizien wurde Vasall von Portugal. Hat Spanien aber kein Glück gehabt. Nee, ich warte hier drauf, ne? Militärtechnologie ist hier das Wichtigste. Wie sieht es aus? 60, 80. Okay, das geht noch. Ja. Okay. Keine Ahnung. Erlaubt mir hier den Anschluss. Vielleicht kann sich Sindh dazu durchringen. Obwohl, komm, ich setze die wieder alle auf Belagern. Das bringt ja alles nichts. Machen wir so. Und du kannst dann, jetzt muss ich mal überlegen.
Ja, okay, dann gehen wir hier vor Anker. Geh hier vor Anker. Da. So, ja. Lauf wieder hier runter. Okay, lauf hier runter. Das ist nämlich sinnvoller, wenn du es so machst. Du bist ja fertig da oben. Ich hoffe, du gewinnst jetzt diese. Ah, du hast schon gewonnen. Okay. Gut, dann pack mir da den anderen General rein. Ja, dann kriegt er da halt den Nationalismus. Ist mir egal. Wir werden das ganz schnell wieder zurückgeholt haben. Also, wir können dann hier immer wieder so ein paar Einheiten abziehen. Hier haben wir wieder eine 1 gewürfelt, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Da gehen dann halt immer, da gehen, also wenn man da nicht wirklich aufpasst, gehen da ganz, ganz viele Rekrutenreserven drauf. Das ist nicht schön. Okay, das müsste eigentlich langen, ne? Was hast du? 141. Okay, fass mir die mal zusammen. Spart ein bisschen Geld. Aber um jetzt Kanonen zu bauen, dauert es zu lange, ne? Hoffen wir mal, dass wir hier mit der Belagerung ganz schnell rum sind. Dann können wir das ein bisschen anders angehen. Das hier muss jetzt ruckzuck gehen. Ah, und da haben wir es jetzt, ne? Sie haben jetzt Alodien den Krieg erklärt. Da ist es gut, dass wir hier dem Ganzen zuvorgekommen sind. Die können jetzt nichts mehr erreichen. Sarrazin haben wir jetzt gekriegt. Das heißt, du nimmst den General mit. Du kommst zurück. Dann machen wir da oben den ersten Frieden. Ja, er kann ja nirgendwo großartig hingehen. Das ist eigentlich gut. Revoltenrisiko da unten hat abgenommen. Das heißt, wir können hier wieder aus der Finanzierung der Festungen raus. Und dann würde ich an der Stelle mal sagen, ich glaube, ich beende mal den Part, weil ich meine, wir haben schon eine halbe Stunde, oder? Ich gucke mal, wie lange wir aufgenommen haben. Ansonsten sage ich, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und, ach so, ich habe vorhin ganz das Assalamu alaikum vergessen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.